So, da bin ich wieder. Teil 3 von Bremen nach Ukraine. Und jetzt fängt der Spaß erst richtig an. Vorgestern habe ich meine Kumpels zum Flixbus begleitet und die sind jetzt auf dem Weg nach Hause, beziehungsweise sind schon zu Hause. Und jetzt geht es für mich alleine weiter Richtung Ukraine. Das ist eigentlich schon ein bisschen verrückt. Wenn ich den Leuten erzähle, dass ich mit dem Fahrrad nach Ukraine fahren möchte, dann denken die meisten, ich mache einfach nur einen Scherz oder so. Keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, was mich da so erwarten wird, auch mit der Sprache und mit allem Möglichen. Da lasse ich mich sehr überraschen. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich nehme euch auf jeden Fall mit und ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen und viel Spaß beim Mitkommen. Das ist das zweite Mal für mich, dass ich alleine Urlaub mache. Und das werde ich auch irgendwie schaffen. Es sind ja eigentlich nur eine Woche, die ich ungefähr unterwegs sein werde. So, jetzt habe ich Warschau verlassen und fahre jetzt Richtung Landesinnere. Oder eher besser gesagt, ich fahre jetzt langsam raus. So, nach langer Zeit mal endlich eine Tankstelle in Sicht. Da werde ich dann erstmal Pause machen. Nach fast 70 Kilometern meine erste große Pause. Und jetzt möchte ich was zu essen kochen. Ich habe mir gestern im Supermarkt noch Nudeln geholt und so eine Tomatensauce. Tja, und das mache ich dann heute. Ne? Heute mal ganz einfach, weil heute sowieso Sonntag ist. Und übrigens, das ist meine erste Mahlzeit heute. Also ich habe zwar schon ein Pizzabrötchen gegessen und 3 Bananen, aber ob das zählt, weiß ich auch nicht. Und so, jetzt bin ich satt geworden. Das Wetter sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Eben sah es noch nach Regen aus und hat es kurz genieselt. Und jetzt sieht das wieder gut aus. Tja, keine Ahnung. Boah. Tja, das sieht doch mal gut aus hier. Ich kann zwar dieses Schild hier nicht lesen, was da steht, aber tja. Ich denke mal, ich schlafe hier einfach. Die Nacht, die war eigentlich ganz okay gewesen. Mitten in der Nacht habe ich immer so Geräusche gehört. Ich kann die tatsächlich bis jetzt noch nicht definieren, von welchem Tier die kamen. Und das, ich glaube, es waren Wildschweine oder sowas, keine Ahnung. Ja, und das war hier direkt hinter dem Häuschen gewesen. Naja, ist ja auch egal. Ist ja auch alles gut gegangen. Ich meine, ich habe mich nur nachts dann so gefragt, ob es hier Wölfe gibt. Weil hier ist ja sehr viel Waldgebiet in Polen, wo ich gerade bin. Und es könnte vielleicht durchaus sein, dass es hier Wölfe gibt. Naja, man muss ja nicht immer vom Negativen ausgehen. Ich bin eigentlich jetzt einigermaßen ausgeschlafen. Es ist 7 Uhr. Es reicht auch schon langsam zum Schlafen. Und dann will ich heute ein paar Kilometer machen. Ich würde heute gerne über 100 Kilometer schaffen.
So, dann habe ich jetzt eben gefrühstückt und bin jetzt weiter auf dem Weg. Heute habe ich wieder wie gestern Gegenwind und das ist deutlich spürbar. Dzień dobry. Jetzt muss ich auf diese Straße fahren. Hier vorne sieht das noch einigermaßen gut aus. Aber ich weiß auch nicht, wie es weiter hinten aussehen wird. Aber ich stürze mich einfach ins Abenteuer. Ich gucke einfach, was es da gibt. Mich haben auch schon viele gefragt, wie ich überhaupt meine Route plane. Und da kann ich Komoot sehr empfehlen. Das ist eine App. Am Anfang war ich echt sehr skeptisch und fand die überhaupt nicht gut. Aber mittlerweile haben sie die App doch verbessert. Und die gefällt mir doch. Da kann man auch so Sehenswürdigkeiten sehen und so, das ist schon praktisch. Dann sieht man auch teilweise schon, welche Wege vor einem liegen und so. Ja, wie gesagt. Aber ich will euch nicht weiter aufhalten, es geht jetzt weiter. Wir haben jetzt 13 Uhr und ich habe erst 50 Kilometer zurückgelegt. Boah, ich bin richtig am Kämpfen gegen den Wind. Ich habe ziemlich starken Gegenwind. Ja, und das ist echt nicht einfach. Ich fahre teilweise mit 15 km/h einen Berg runter oder sowas, ne? So, und da ist nun mein Essen fertig. Leute, ich wünsche mir einen guten Appetit. Diesmal leider alleine, aber... naja, was soll's. Es ist so perfekt. Der Wind hat sich jetzt gerade gedreht, während ich Pause gemacht habe. Und jetzt habe ich so einen Seitenwind. Ja, eben gerade vor 10 Minuten hat es noch geregnet. Und zwar echt nicht wenig. Und der Asphalt ist schon... an einigen Stellen trocken. Das ist einfach unglaublich, wie warm dieser Asphalt sein muss. Wir haben jetzt 18 Uhr und ich habe mir jetzt einfach für die nächste Nacht ein Hotel gebucht. Das habe ich eben im kurzen Prozess gemacht. Ich meine, aber ich werde versprechen, dass ich das nicht jede Nacht machen werde, weil ein bisschen Abenteuer muss ja noch drinne sein. 30 Kilometer bis zum Hotel, aber ich sage jetzt einfach voll Power durchziehen. Ich habe gerade einen amerikanischen Radreisenden kennengelernt oder getroffen und der ist seit 7 Jahren unterwegs mit dem Fahrrad. Seit 7 Jahren permanent unterwegs und der weiß noch gar nicht, wie viele Kilometer er bis jetzt zurückgelegt hat, weil ihn das nicht so interessiert. Aber total witzig, 7 Jahre, wow. Nee, war auf jeden Fall ganz witzig, ich glaube, wir haben eine Stunde gequatscht und ja. Der kommt übrigens auch frisch aus der Ukraine und hat mir auch noch mal ein paar Tipps gegeben. So, jetzt bin ich hier im Hotel angekommen. Es ist mittlerweile dunkel draußen, also gerade so rechtzeitig geschafft. Tja, und ja, ist nichts Wildes. Kleines Zimmer, aber ist ja auch egal, ich will ja morgen früh schon gleich los. Ich check nochmal die Wetterdaten für morgen und dann entscheide ich, ob ich gleich ganz früh morgens losfahre oder ob ich erst gegen 9 oder 10 Uhr losfahre. Tja, auf jeden Fall dann adieu. So, heute ist Tag Nummer 3 auf meiner Tour von Warschau nach Ukraine. Also insgesamt der 15. Tag heute. Ja, ich habe mich gerade dazu entschlossen, dass ich einen Umweg fahren werde. Und zwar werde ich schon vielleicht morgen in die Ukraine fahren. Tja, das liegt einfach daran, weil ich
die Strecke mal angeguckt habe und dass sie dann, wenn ich dann über die ukrainische Seite durch die Karpaten fahre, da habe ich erstens mehr Berge, ist zum einen ein Nachteil, aber umso schöner wird es dann halt, ne? Ich habe da gesehen, dass da mega hohe Berge sind, so an der Seite, wo man vorbeifährt und so, und ich stelle mir das echt sehr schön vor. Und mal schauen, ob ich das heute bis an die Grenze schaffe. Klar, Bonus wäre es natürlich, wenn ich heute schon rübersetzen kann nach Ukraine. Aber mal schauen. Und übrigens, dazu brauche ich noch einen Corona-Test. Den muss ich gleich irgendwo so schnell wie möglich machen. Ich habe jetzt ein Krankenhaus rausgefunden. Bei dem Stichwort Corona-Polen hat er mir ein Krankenhaus vorgeschlagen und da fahre ich jetzt hin. Noch 40 Kilometer. Noch 30 Kilometer. 20. 10 Kilometer. Und zack, da bin ich angekommen. Nach 60 Kilometern ohne eine einzige Pause. Das sind jetzt 120 Kilometer, die ich heute gefahren bin. Tja, und dann bin ich zum Krankenhaus reingegangen, nachgefragt. Die haben eine Corona-Teststation, alles gut. Das Problem ist, die haben nur 2 Stunden am Tag geöffnet, und zwar von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr. Voll ärgerlich. Bin ich jetzt zu spät, aber egal, was soll's. Dann suche ich mir jetzt hier ein Hotel und dann versuche ich es morgen nochmal. Tag Nummer 4 auf meiner Reise und ich habe jetzt 1450 Kilometer hinter mir. Tja, also wie es mir geht, super. Ich kann mir nicht beschweren. So die Hinternschmerzen, die sind tatsächlich jetzt schon alles vorüber. Jetzt sitze ich hier sehr gemütlich auf meinem Sattel. Ja, wir haben 7 Uhr morgens und jetzt fahre ich erstmal einkaufen, frühstücken und dann direkt zum Testen. Ich will gleich um 8 Uhr beim Testen sein, dass ich einer der Ersten bin, dass das Ergebnis so schnell wie möglich da ist, dass ich dann auch direkt losfahren kann. Wetter ist einfach Bombe. So, da bin ich jetzt wieder. Ich habe jetzt 1,5 Stunden gebraucht, um diesen Test zu machen, diesen Corona-Test zu machen. Einfach unglaublich. 90 Euro gezahlt und 1,5 Stunden gewartet. Das ist das Ergebnis, ne? Und bei den Schnelltest, den hatten die zwar nicht, konnten nur einen PCR-Test machen, aber das ist mir auch egal. Um 7 Uhr abends soll ich die Ergebnisse bekommen. Moment, ich versuche jetzt über die Grenze zu kommen in die Ukraine und zwar ohne einen Corona-Test. Ich habe zwar einen gemacht, aber ja, da müsste eigentlich erst ein paar Stunden ankommen, weil ich habe keine Lust, jetzt hier ein paar Stunden zu warten. Deswegen riskiere ich es einfach. So, ich habe es leider nicht geschafft. Mann, ey, voll ärgerlich. Die könnten doch ein Auge zudrücken da. So, der Abend ist für mich auf jeden Fall gelaufen. Erstmal so lange an der Grenze gewartet und dann weggeschickt worden. Dann ist mir jetzt noch mein Handy kaputt gegangen. Zumindest zeigt er einfach das Apple-Logo an auf dem Display und da passiert auch gar nichts. Ich habe alles Mögliche versucht, also ich kenne die ganzen Tricks da. Hat alles gar nicht geklappt, ne? Also das wird jetzt richtig abenteuerlich, Leute, das kann ich euch sagen. Ich habe jetzt 25 Kilometer an diesem Morgen hinter mir, nur um in die Stadt zu fahren und ein neues Smartphone zu kaufen. Jetzt bin ich auf dem Weg zurück. Als Apple-Jünger ist es für mich sehr ungewohnt, ein Android-Gerät jetzt zu besitzen. Ich will ja nicht meckern, es gibt ja so viele schöne Dinge. Zum Beispiel, dass es aktuell nicht regnet. Oder dass ich mit 24 km/h
den Berg auffahre. Was mit Gepäck nicht möglich ist. So, jetzt habe ich meine ganzen Kontakte rübergespielt auf das neue Handy. Inklusive aller wichtigsten Dokumente, die ich jetzt für die Einreise nach Ukraine brauche. Aber jetzt geht's los. Ich packe jetzt meine ganzen Sachen zusammen und dann siedle ich mal rüber nach Ukraine. Ich bin so gespannt, ob es noch Probleme geben wird. Это уже Украина? Ja. Слава Богу! Das hat wunderbar geklappt. Keine 5 Minuten, schon war ich im jenseitigen Land, im gelobten Land. Tja, und jetzt geht's erstmal zur Tankstelle oder zu irgendeinem Laden. Und da möchte ich erstmal eine SIM-Karte holen, dass ich auch Internet habe. Aber richtig mega! Ich verlasse die Hauptstraße und fahre jetzt durch die Dörfer durch. Und ich glaube, es geht schon wieder los. Tja, dass die Wege hier in Ukraine schlecht sind, das wusste ich. Aber ich wusste nicht, dass dieser Weg, auf dem ich fahren werde, dass der so schlecht ist. Ich habe extra über Komoot nachgeguckt, über meine App, mit der ich navigiere, dass der mich auf asphaltierten Wegen führt. Und dann hat mir die Anzeige gesagt, dass das ungefähr nur 900 Metern sind, die nicht asphaltiert sind. Und dieses hier ist dann wohl asphaltiert. So, ich habe mich gerade diesen Autofahrer da gefragt, ob dieser Weg hier so weitergeht. Und er guckt mich da an, lächelt und sagt, ja, das ist Ukraine. Tja, deswegen habe ich mich entschlossen. Ich bin jetzt ungefähr eine Stunde auf diesem Weg unterwegs. Voll verschwitzt und werde hier ständig von Bremsen und von Mücken attackiert. Deswegen habe ich mich entschlossen, jetzt zurückzufahren. Eigentlich gibt es für mich kein Zurück. Diesmal möchte ich es aber echt machen, weil dieser Weg hier, ich glaube, dafür ist mein Fahrrad gar nicht ausgelegt, weil ich viel zu dünne Reifen habe. Also für die es wissen wollen, ich habe 30er Breite. Das ist halt nicht Gelände geeignet. Und deswegen werde ich jetzt zurückfahren, egal wie lange das dauert, dann muss ich halt morgen umso mehr aufholen. Und das wird ein riesen Umweg für mich. Aber den nehme ich ruhig in Kauf. Und wenn ihr denkt, dass das hier eine Nebenstraße ist, auf der ich fahre, tja, seht hinter mir. Das sind die Karpaten und da muss ich hin. Also jetzt ist in den nächsten 5 Kilometern wäre ein Hotel für 16 Euro, glaube ich, die Nacht. Das wäre kein Problem, dort zu übernachten. Aber ich möchte es ja ein bisschen spannend machen für euch. Dann habe ich mich entschlossen, ich werde heute im Zelt übernachten. Dann habe ich meine ganzen Sachen schon aufgebaut. Mein Zelt steht hier. Das Fahrrad habe ich da hinten versteckt. Einfach, dass es nicht so sichtbar ist, falls hier jemand herkommen sollte. Alles ordentlich hier.
dann gehe ich mal schlafen, Leute, ne? Gute Nacht. So, das war jetzt hier der Schlafplatz für die letzte Nacht gewesen. Super getarnt, das grüne Zelt in dem Gestrüpp hier. Tja, und mein Fahrrad dahinter, das erkennt man wahrscheinlich gar nicht, oder? Tja, und dann Müll mitnehmen. Und dann geht's jetzt weiter Richtung Stary Sambir. Ich habe noch 130 Kilometer bis ans Ziel. Tja, das wäre nice, wenn ich morgen Abend ankommen würde. Aber eigentlich sieht es bis jetzt ganz gut aus. Weil wenn ich heute so 70 Kilometer mache oder so, tja, dann habe ich morgen noch dementsprechend 50, 60 Kilometer irgendwie so. Von nichts kommt ja nichts, ne? Von daher muss ich jetzt los, Leute. Somit vielen Dank für die Teilnahme an meinem Morgen. Das lassen wir mal weg. Das geht jetzt für mich weiter in die Berge. Boah, ich schleiche mich hier die Berge hoch. Ich bin jetzt bei 800 Metern. Ich schiebe hier gerade das Fahrrad diesen Berg hoch. Ich kann echt nicht mehr. Da seht ihr das Hotel, wo ich diese Nacht übernachten werde. Ich bin heute 90 Kilometer gefahren. Jetzt fangen meine Füße an weh zu tun, mein Fußgelenk. Boah, also das ist aber echt eine harte Hausnummer, die ich heute durchgezogen habe. Tja, aber egal, jetzt geht's erstmal ins Hotel. Also für mich beginnt jetzt die letzte Etappe auf meiner ganzen Reise. Ich erreiche heute, also vermutlich heute in 60 Kilometern das Hotel. Einige von euch haben sich wahrscheinlich schon gewundert, was ich in der Ukraine mache und wieso Ukraine mein Ziel ist, weil eigentlich hatte ich geplant, zum Nordkap zu fahren. Das hat sich aber so ergeben, dass wir mit der Jugend, das heißt von der Kirche aus, wir sind eine freie evangelische Christengemeinde, fahren wir halt in die Ukraine für dieses Jahr auf so eine Sommerfahrt, auf so eine Freizeit quasi. Die anderen reisen mit dem Bus oder mit privaten Autos an. Ich wollte aber ein bisschen eine Herausforderung haben und habe mich dafür fürs Fahrrad entschieden. Da würde ich mal sagen, los geht's, die letzte Etappe auf meiner Reise. Nach einem
immer einen Berg ab. Das ist wie im echten Leben. Ich sehe hier gerade, hier sind Schilder umgefallen. Heute schon eine gute Tat getan. Und da liegt noch ein Schild. Tja, ich bin heute der Held hier in Ukraine, glaube ich. Habe ich hier knapp 2 Stunden Pause gemacht, habe ordentlich gegessen. Jetzt geht es für mich weiter, die letzten 25 Kilometer. Ich halte durch, Leute, ich schaffe das. Man sieht schon, wie es da vorne regnet. Boah, sieht nach richtig starken Regen aus. Aber ich bin am Ziel, noch 10 Kilometer oder noch 8 Kilometer bin ich da. Da wird vielleicht mein Fahrrad nochmal in der Zeit durchgewaschen. Dann brauche ich das nicht mehr tun. Jetzt habe ich mich hier versteckt in so einem Bushäuschen. Nee, nicht so ein Bushäuschen, so eine Bank und so ein Tisch. Aber es regnet trotzdem rein. Egal, ich bin hier ein bisschen geschützt. So, der Regen hat eigentlich nachgelassen. Aber ich habe mir trotzdem sicherheitshalber meine Regenjacke angezogen. Tja, und dann begebe ich mich mal auf die letzten 10 Kilometer, Leute. 10 Kilometer, dann bin ich da. So, und wie man sieht, bin ich hier angekommen an dem Hotel. Schönes Gefühl auf jeden Fall da zu sein und ich freue mich schon auf die nächsten Touren. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr bis jetzt dabei wart. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video liken würdet, einen Kommentar da lassen würdet und tja, auf jeden Fall sagen ich und mein Fahrrad das für Danja. Ich hatte gar kein Unglück gehabt, gar keine einzige Panne. Meine Reifen, genauso wie auf der letzten Tour nach Türkei, sind voll geblieben. Die musste ich nicht ein einziges Mal nachpumpen. Seid gespannt auf meine nächsten Reisen.